So, in der Hoffnung, dass es funktioniert, mit dabei ist Dope Schanudel. Oh, moin moin. So, wir fahren Singleplayer, ich fahre nicht für die Firma, das Ganze ist hier Surprise, Surprise, eine kleine Überraschung. Da ihr gestern den Stream so hart gefeiert habt und mich richtig krass unterstützt habt und ich fast 70 Abonnenten habe und ich mir darauf mächtig deftig gerne einen von der Palme jodeln würde, geht allerdings nicht, da ja mir immer sehr, sehr viele Minderjährige zuschauen, dachte ich mir, okay, wir ändern ein bisschen was und ich warte nicht, bis ich 100 Abonnenten voll habe, sondern wir machen gleich volle Lore hier. So, gleich bis Erfurt fahren, genau. Wir wollen ja mal nicht größenwahnsinnig werden. Hätten wir irgendwas, ist das Einzige, ne? Das ist wieder zum Kotzen hier. Ich versuche eine kurze Tour hinzukriegen, irgendwie was, keine Ahnung, hier, na gut, so kurz sollte es dann auch nicht sein. Darf schon ein paar Kilometer sein. Und ein bisschen weiter darf es auch sein. Ja, nach Jan Köppingen von Göteborg, nach Jan Köppingen. Komm, ne, dann. Das könnte doch was werden, mit einem Scania beim Volvo-Werk reinfahren. Auf geht die Luzi. Erstmal ganz, ganz lieben Dank dafür, dass ihr mich so zahlreich abonniert habt. Wie gesagt, fast 70 Abonnenten, einer fehlt, glaube ich, noch. Was ziemlich, ziemlich geil ist. Ich wollte mich noch ein bisschen schminken, bevor ich anfange. Nein, Spaß, als ob ich mir schminke für euch. Ja, ich dachte, komm, shit happens. Hab gestern meine Cam für Skypen rausgesucht. Wobei ich wieder feststellen musste, dass, naja, egal, gehört jetzt hier nicht rein. In die Richtung sei nur gesagt, bitte Fresse halt in Zukunft. In dieser Richtung sei gesagt, wenn es euch gefällt, wenn ihr jetzt fleißig den Like-Button nach oben flankt, dann gibt es öfters von mir sowas mit Cam. Und ja, ich werde jetzt nicht viel in die Cam reinglotzen, sondern mich einfach nur darauf konzentrieren, dass ich fahren tue. So, komm, scheiß drauf, Kirschgrün. Wenn ab und zu mal mein Kopf hin und her wackelt, ist, weil ich vor einem riesen Bildschirm hocke. Und das nicht mal einen Meter davon entfernt. Also meine Mutter würde sagen, Junge, geh weg mit den Augen vom Bildschirm. Du machst dir die Augen Schrott. Gut, die sind schon Schrott. Wollte ja mit meiner Ex-Frau eigentlich zum Optiker gehen und noch mir eine Brille verschaffen. Wenn der ganze Schmerz verdaut ist alles, dann werde ich tatsächlich mal zum Optiker gehen und über eine Brille nachdenken. Man wird ja nicht jünger, sondern man wird ja nur älter. Ich will mal sagen, man wird ja nicht älter, sondern jünger. Wäre schön. Da hatte ich nämlich gestern ein nettes Mädel bei mir im Chat, war 13. Ja, danke an die kleine Maus übrigens, die mal ganz kurz für Ruhe gesorgt hat, dass da wieder Deutsch gesprochen wird und nicht Englisch. Ich weiß nicht, ob sie einen Kanal hat. Wenn ja, als Dankeschön sollte ich ihren Kanal beim nächsten Mal verlinken. An die Moderatorin muss ich nur ganz kurz mal beschimpfen. Ne? Derjenige weiß schon, wer gemeint ist. Einfach bitte nicht mit einem zweiten Account reinkommen und da Selbstunterhaltung führen. So nötig haben wir es dann nicht. Ja, ich muss da auch nicht unnötigerweise gepusht werden. So, was los hier? Fahr zu, Junge. Ich hab's eilig. Wir essen zeitig. Essen ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich habe Hunger wie Sau. Jetzt wollte ich auch vorhin baden gehen. Da stellt aber gerade die Hausverwaltung irgendwas mit dem heißen Wasser an. Dementsprechend kacke. Bin nämlich heute Morgen noch schön duschen gegangen. Ne? Wollte dann mit dem Hund rausgehen. Besser gesagt, war ich mit dem Hund draußen. Und war so kalt, dass ich dann dachte, okay, nehme ich ein heißes Bad. Ja, Pustekuchen, muss ich warten. Aber ist ja geil, warum. Ist mir auch wurscht.
Oder ich habe den falschen Hebel aufgedreht. Ist jetzt auch scheißegal. Es kann passieren im Eifer des Gefechts. So, wir müssen hier rum. Wie gesagt, so sieht immer meine Hackfresse. Es gibt schlimmere, die sich zeigen auf YouTube. Dann dachte ich, gut, dann kann ich mich auch noch zeigen. Davon wird jetzt die Welt auch nicht mehr untergehen. Ah, es gibt ja da, weiß Gott, wie schlimme Leute, die sich da zeigen. Hust, hust, Katja Krasavitsch. Jetzt habt ihr auch mal zu der Stimme ein Gesicht, die euch die ganze Zeit hier einen Wunden von Bern erzählt. Ich hoffe einfach nur, dass meine Nachbarn mir nicht zugucken. So. Für die, die eine Roomtour haben wollen, nein, gibt es nicht. Schon mal vorab, also meine Hütte zeige ich euch nicht. Ich heiße ja nicht Tanzverbot. Und werde euch auch nicht erzählen, wo ich wohne. Berlin muss euch reichen. Meine Fresse. So. Alter, der LG, der sieht das richtig fett aus. Sorry. Ja, er spielt gerade GTA 5 und baut sich gerade ein paar Autos auf. Wow. Auf GTA 5 habe ich übrigens im Moment gar keinen richtigen Bock. Wisst ihr auch warum? Weil einfach alles überteuert ist. Kann man sich ja jetzt einen Bunker und alles kaufen und einen Hangar. Und die Schweinebacken denken nicht mal dran, dass man irgendwie es machen könnte, dass man leichter Geld verdient. Dann muss man immer Sharkcards kaufen. Habe ich überhaupt keinen Nerv für. So, mal gucken, ob sie uns reinlassen mit dem Scania auf dem Volvo-Werk. So. Geht schon wieder los, dieses ewige Nasekratzen. Weiß nicht, das habe ich von klein auf. Also hier mal an der Nase rumkratze oder hier so ein bisschen, ne? Ist jetzt auch wurscht. Ich wollte mich übrigens noch schnell rasieren, bevor ich für euch ein Video aufnehme, um euch mal zu zeigen, wie ich mit Hackfresse aussehe. Nachdem da in einer WhatsApp-Gruppe gefragt wurde, ob ich ein Bild zeigen kann, habe ich dann gemacht, aber mit der Bitte, dass mir die Minderjährigen keine Bilder von sich schicken, will ich nicht. Ja, also nicht, dass da dann irgendein Mädel auf die Idee kommt, mir ein Bild zu schicken, wie sie ausschaut. Juckt mich nicht. Geht mich nichts an. Werde ich auch in Zukunft WhatsApp-Gruppen machen, worüber ihr mit mir schreiben könnt? Nein. Aber ich habe vor, mir Instagram für euch zu organisieren. Ja, was los? Kriegst du den Arsch nicht rum oder was? So, Ratte, ey. Ja, also Instagram habe ich vor mir zu holen für euch, damit man da mal so ein bisschen schnacken kann. Ich weiß nicht mal, was Instagram richtig ist. Ich weiß, dass man da Bilder verschicken kann und sich irgendwelche Tussis angucken kann, die da halbnackt rumlaufen. Hat mir irgendeiner empfohlen. Gut, ich stehe jetzt nicht auf so Billigmodelle, auf Fastfood-Modelle. Ich mag eher Frauen mit Klasse. So. Dann wollen wir mal freundlich hüten, ne? Dass wir kommen. Erscheinen. Dass wir erscheinen. Ja, genau. Und meiner steht wieder wo? So, der steht wieder. Haben wir denn hier Platz? Ja. Haben wir. Was erhoffe ich mir dadurch, dass ich mit Cam jetzt aufnehme? Ich erhoffe mir gar nichts. Bin ich ganz ehrlich. Ich versuche nur euch schon vorab die Fragen wegzunehmen. Ihr könnt das übrigens dann immer im Livestream mit Hashtag FragCookie machen. Da dürft ihr dann eure Fragen stellen. Auf die anderen Fragen gehe ich einfach gar nicht mehr ein, weil ich zu viel überlese, und wenn ihr dann das Hashtag FragCookie reinmacht, dann kriege ich das schneller mit. Ja, und dann aber auch bitte sinnvolle Fragen stellen. Also gestern, die Fragen waren zwar einigermaßen sinnvoll, aber auch nicht wirklich. Zum Beispiel Hashtag FragNudel, magst du Nudel? Weiß ich nicht, ob das jetzt eine sinnvolle Frage war. Das wage ich auch zu bezweifeln. Fragen wollte ich einfach nochmal, magst du denn Nudeln oder magst du keine Nudeln?
Ja, natürlich mag ich Nudeln, also meine Leibspeise, habe ich gestern schon gesagt. Deine Leibspeise, welche magst du? Spaghetti, Bandnudeln, gefärbte Nudeln, da gibt's so alle. Viele. Also ich mag Tortellinis und jetzt kommt's, ich mag Ravioli. Aber Ravioli weiß ich nicht, ob das tatsächlich als Nudel gilt. Ravioli sind eigentlich eher so ein Mix aus Nudel und Fleischfüllung. Na, ist ja Nudeln mit Fleisch gefüllt, so, ja, so Taschen halt. Nudeltaschen sind das eigentlich eher so. Alter, entweder ich bin blind oder GTA ist heute verdammt dunkel. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, wie das hier rüberkommt. Also ich werde mir das, bevor ich euch das hochlade, werde ich mir den Scheiß noch angucken. Und klar lade ich euch das so, wie das hier ist. Ne? Ich werde hier auch nicht schneiden. Das tust du ja sowieso. Nö, bin ich erstens viel zu faul für und zweitens habe ich dazu echt keine Böcke. Oh, 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 oh. Leicht übers Ziel hinausgeschossen. Yeah, ich feiere das schon wieder. Sagt er mir gerade Speichern fehlgeschlagen. Speichern fehlgeschlagen. Rockstar Spielservice nicht möglich. Okay. Ja. So, dann habe ich auch gesehen, viele YouTuber saufen einfach irgendwie immer während des Aufnehmens auch. Ich mache das jetzt auch. Und wenn es nur Wasser ist, ich weiß. Krümeltee. Ja, mein Gott. Ja, was ist Krümeltee? Werde ich auch öfters mal gefragt. Was ist Krümeltee? Ist das überhaupt Tee? Nee, das ist eigentlich. Ist Krümeltee wirklich ein Tee oder ist es kein Tee? Das ist eine gute Frage. Gebe ich euch als Hausaufgabe auf? Habt ihr mal eine Hausaufgabe? Und falls ihr wissen wollt, ich gucke wieder auf die Uhr. Es ist 11.40 Uhr, wenn ich das, wo ich das Video aufnehme, gerade aktuell. Und ich muss mich beeilen, weil ich weiß nicht, wann hier die Hütte wieder voll wird. Und ich dann die Ruhe nicht habe zum Aufnehmen. Ich werde trotzdem weiterhin jetzt wieder anfangen, etwas regelmäßiger Videos zu machen, einfach um den Kopf frei zu bekommen, um abschalten zu können. Wenn Scharnudel Bock hat, werden wir öfters mal abends gemeinsam streamen. Also ich werde streamen und er spielt dann mit mir mit. Vielleicht wieder eine Runde Billard, wenn ihr möchtet, wenn ihr das Spiel feiert. Dann müsst ihr euch den Stream nochmal angucken, könnt einen Like-Button nach oben flanken. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dann, wenn ihr das Spiel habt, auch mal mit mir gemeinsam spielen. Dann kann man gemeinsam Billard spielen. Und ihr müsstet nur einen TS-Server oder Discord-Server haben, wo ich rauf connecten kann. Ja, Discord habe ich mir auch zugelegt. Aber benutze ich nicht. Benutze ich wirklich äußerst selten. Eigentlich nur habe ich es mir mal zugelegt, um zu Herrn Newstime zu joinen, weil ich Herrn Newstime unbedingt mal sprechen wollte, um ihm zu sagen, was ich so an ihm toll finde und dass ich seine Stimme sehr beruhigend finde. Habe auch schon überlegt, ihn zu fragen, ob er mir eine Kassette aufnehmen kann und da irgendwas erzählt, stundenlang irgendwas erzählt, dass ich dann einfach in Ruhe einpennen kann. Aber naja, gut. Könnte mir auch im Dauerschleife Tanzverbot reinziehen, aber dann komme ich aus dem Lachen nicht mehr raus. Tja. Aber wenn wenn ich die 100 Abonnenten geknackt habe, dann gibt es auf jeden Fall ein Abo-Special, Alter. Dann gibt's, da machen wir dann richtig auf die Kacke hauen. Und ich werde mir auch mal ein bisschen mehr einfallen lassen für Thumbnails und sowas. Also ich merke den Kanal ein bisschen aufarbeiten, allerdings muss ich mir erstmal ein Fotobearbeitungsprogramm organisieren, um dann auch mal ein paar Thumbnails zusammenzuschrauben, weil ich weiß immer nicht, was ich machen soll. So, jetzt schreibe ich noch nebenbei mit einer Lady, sagen wir mal einfach so, ne? Jetzt kann ich ihr gerade nicht schreiben, dass ich kurz warten muss, weil ich in der Aufnahme bin. Weil LKW fahren und Handy schreiben ist gleich blöd, außerdem gibt es einen Haufen Bußgelder dafür. Und wir wollen ja hier als Vorbild fungieren.
und uns einigermaßen daran setzen. Ich werde noch für eine Person ein Video machen, wo ich den LKW wieder stehen lasse, wo ich dann einfach rede. Das wird aber wieder ohne Cam sein, einfach weil ich nicht zeigen möchte, dass ich auch vor der Cam heulen kann. Das will ich nicht. Ja. Ach so, ich kann hier auf der Spur bleiben. Naja, 125 Kilometer ist ja schnell runtergebreddert, ne? Jo. Ist ja easy peasy dahin gefahren. Wie immer no copyright Mucke, damit war. Da habt ihr meine Tastatur gehört. Aber das nenne ich mal Skill. Dann habe ich zum Beispiel noch in der einen WhatsApp-Gruppe, wo auch ein anderer YouTuber noch mit, also zwei andere kleine YouTuber, drei andere kleine YouTuber mit drin sind, geschrieben, dass ich keinen Bock mehr auf das Zocken habe. Ihr werdet ja eh das Video sehen und tatsächlich ist das so, dass ich nicht mehr wirklich Bock habe auf Zocken, sondern nur noch Zocken, um wenn ich Videos mache, weil Videos machen und Zocken ist für mich dann nochmal was anderes als einfach nur so für mich Zocken. Das macht mir keinen Spaß mehr und deswegen wird es dann halt öfters mal Videos geben mit Spielen, die mir gefallen. Ich habe jetzt auch noch vor mir noch ein, zwei andere Spiele irgendwann mal zu holen. Mal gucken, im neuen Jahr zu meinem Geburtstag. Mal was gönnen. Bin mir noch nicht sicher, was das wird. Und dann habe ich auch noch den ein oder anderen Plan gefasst und muss gucken, wie ich das umsetze, weil ich da noch auf zwei Personen warte. Weil wir uns im Moment nicht ganz einig sind, wo uns die Reise hin verschlägt. Ne, wir haben da vorne WG zu gründen, einfach weil ich es ja schon in einem Video gesagt habe, ich halt praktisch gesehen alleine bin. Ne, also ganz alleine bin ich nicht, ich habe zwar meinen Hund, aber mir fehlen halt dann die sozialen Kontakte, wenn meine Ex-Frau auszieht. Und damit man nicht komplett verstummt und verblödet, kam ich jetzt mit einer anderen Person, mit einer anderen Frau und ihrem Mann auf die Idee, eine WG zu gründen. Ne, mal gucken, vielleicht habe ich irgendwann auch wieder eine Partnerin und dann wird es halt eine etwas größere WG vielleicht. Und das könnte auf jeden Fall sehr interessant werden. Jetzt seht das, ich gehe tatsächlich die ganze Zeit, das ist nicht gespielt oder so. Das ist einfach, ich habe das Fenster zu und ich habe ziemlich schnell Sauerstoffmangel. Oh, ich bin ja auch ein bisschen dicker. Na, hör auf zu meckern. Eigentlich hatte ich auch vorgehabt, mich erst gar nicht per Cam zu zeigen. Jetzt mache ich es doch. Ist praktisch gesehen so eine Entjungferung. Aber wie gesagt, ich erhoffe mir nichts davon. Vielleicht schaltet ja irgendwann mal eine hübsche Frau ein und sagt, oh mei, das ist auch ein smarter Boy. Ne, mal schauen, weiß man nicht. Aber die meisten gehen ja nur nach dem Aussehen. Das hat mir jetzt auch wieder erst ein Mädel bestätigt. Ne? Klar wird dann immer gesagt, also tut mir leid für sie, dass ich jetzt über sie da so ein bisschen rede. Ne? Sie meint dann zwar, dass sie nicht so nach dem Aussehen geht, das ist aber, was ich schon mittlerweile gar nicht mehr glaube. Ne? Ich glaube, dass Frauen wirklich nur noch nach dem Aussehen gehen. Und ja, irgendwann läuft mir die Richtige über den Weg. Irgendwann funkt es mal wieder. Es ist zwar traurig, dass ich Weihnachten alleine verbringen muss, aber ich habe mir eh geschworen, dass ich mit diesem Beziehungsaus vorläufig kein Weihnachten mehr feiern möchte. Weil man mir meinen größten Wunsch genommen hat und ja, dann habe ich mir zum Beispiel die Mühe gemacht, was zu schreiben und naja, komm,
Wenn der Dicke sich mal Mühe gibt, dann ist eh alle zu spät. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier richtig fahre. Müsste aber. Es soll jetzt auch in erster Linie hier nicht um mein Leid gehen und ich will euch auch nicht die Ohren voll quaken, wie erbärmlich und scheiße mein Leben ist, so als Single. Ja, dann kommen die meisten, oh, so lange bist du aber noch gar nicht getrennt. Ja, es gibt halt Menschen, die können halt nicht alleine. Ja, aber gut. Und dann gibt es wiederum andere, die melden sich dann bei ein und nutzen den ganzen Scheiß aus und hauen nochmal mit der Faust oben drauf und erzählen irgendeine Lüge, die gar nicht stimmt. Und das ist zum Kotzen. Ja, das wurmt mich so dermaßen, dass man dann zum Beispiel noch meine Ex in den Dreck ziehen muss. Was ich halt mega, mega scheiße finde. Und das ist eine Sache, das muss ich alleine mit mir und mit ihr ausharren. Ja, das ist, da kann jetzt nicht noch einer kommen und sagen, ja, das und das wurde mal gesagt. Wisst ihr, das funktioniert einfach nicht. Und da ich ein sehr emotionaler Mensch geworden bin, da ich zu viel Emotion zeige, also da könnt ihr die Nudel fragen. Ich bin ziemlich oft am Weinen und Nachdenken und Grübeln. Und ich muss die Sachen mit mir alleine aushadern. Da kann ich so eine dumme Sprüche und Dummschwätzer nicht gebrauchen. Vor allen Dingen so eine Leute, die dann irgendeine Lüge erzählen, nur um sich selber ins rechte Licht zu rücken. Und sorry. Ich kaufe den Leuten sowas nicht ab und ich möchte auch mit so einem Arschlöcher nichts zu tun haben. Um einfach nur nochmal auf gewisse Sachen von gestern einzuwirken, die da so passiert sind nach dem Stream. Ja, und das darf man mir auch nicht übel nehmen, dass ich da so abgehe. Und ich werde auch mit meinen Mods sprechen, dass wenn ich das nächste Mal livestreame und die Personen sich in meinen Streams zeigen, dass die dann sofort permanent weggesperrt werden, weggebannt werden. Will ich nicht mehr. Ich bin 30 Jahre alt und ich habe ein Anrecht auf meinen Seelenfrieden. Ich glaube, dass ich bis hierhin genug gelitten habe und man mich jetzt auch gefälligst ein bisschen in Ruhe lassen kann. So. Jetzt packen wir noch anständig ein. So, natürlich. Also ganz so schön wie andere YouTuber kriege ich das nicht hin. Ich finde es zum Beispiel fürchterlich, dass die meisten an dem Spiegel. Kann es sein, dass ich da hinten festhänge? Ja. Dass die meisten zum Beispiel mit diesem hässlichen Spiegel hier fahren, ja. Nimmt viel zu viel Platz weg. Kann man sich schenken. So, wir müssen nämlich ganz nah da jetzt ran. Wollte ich unbedingt mal gezeigt haben, weil sich manche auf dem Multiplayer anstellen wie der erste Mensch. Wir sind dann zu blöde. So. Und jetzt ja, zieht er sich das selber so rein, wie er es braucht. Und ihr seht, er steht gleich 1A. Zack, bumm. Easy peasy. Easy peasy. Die nächsten Videos werde ich wieder mit meinem DAF fahren, weil ich mittlerweile meine kleine Vorliebe für den DAF gefunden habe. Und weil er sich irgendwie im Moment am geschmeidigsten von allen fährt. Ich nehme euch noch mit zur Werkstatt und werde mich auch so allmählich wieder von euch verabschieden. Sorry, dass ich hier nochmal ein paar ernsthafte Themen ansprechen musste zur Premiere mit meiner Cam. Was ich für Equipment habe, das brauche ich euch gar nicht auflisten, weil das ist nichts High-End-mäßiges. Meine Cam, die gibt es für, ich glaube, 15 Euro bei Kaufland zu kaufen. Meine Tastatur ist eine 20 Euro oder 30 Euro Tastatur von Amazon. Meine Maus hat, glaube ich, 40 Euro gekostet. Und mein Bildschirm ist ein Fernseher 31 Zoll. Mehr braucht man eigentlich gar nicht. Und mein Rechner, das geht kein was an. Das ist übrigens auch ein Amazon-Rechner.
schon komplett fertig aufgebaut. So, haben wir über die Details. Bis gleich. Jo. So, haben wir mal kurz über alles gesprochen. So, ich habe jetzt verstanden, dass er seinen PC neu startet. So, ich bedanke mich schon fürs Zuschauen und sage tschüss mit Ö, bis zum nächsten Mal. Tschüss.